Im ersten Block heute schauen wir uns noch einmal die Kapazitäten an, noch einmal die Kondensatoren. Also ich glaube, ich habe sie irgendwann in den letzten Einheiten, bin ich so fließend übergegangen, dass ich jetzt dann immer Kapazitäten sage. Ich glaube, ursprünglich haben wir sie nur als Kondensatoren vorgestellt. Aber Kondensator ist so mehr das Bauteil selber, das ich angreifen kann, und Kapazität mehr der abstrakte Begriff, mit dem ich irgendwie ausdrücke, welche Eigenschaften dieses Bauteil hat. Gut, und die kennen wir schon relativ lange. Also im Block 21 haben wir zum ersten Mal die Kapazitäten kennengelernt und da haben wir irgendwie gesagt, da schaut man sich an, welcher Strom durchfließt. Vielleicht schauen wir uns das Bild nochmal an vom Block 21. Genau. Das war das allererste Ding, was wir gemacht haben mit Kapazitäten. Da hatten wir eine Stromquelle. Das ist jetzt zu weit oben. Da hatten wir eine Stromquelle, die wir einfach anschließen an den Kondensator. Und jetzt schickten wir da einen konstanten Strom I durch den Kondensator durch. Und wenn ich das mache, wenn ich einen konstanten Strom I durch den Kondensator durchschicke, was passiert dann mit der Spannung am Kondensator? Die steigt konstant an, genau. So. Gut. Und das war die erste Charakterisierung, die wir da gewählt haben. Und dann haben wir das ein bisschen ausgedruckt in Formeln und haben gesagt, dass dieses Q ist gleich C mal U und Q ist halt irgendwie der Gesamtstrom, der da durchgeflossen ist, also die Gesamtladung, weil Strom ist ja Ladung pro Zeiteinheit und wenn ich dann irgendwie über längere Zeiteinheit schaue, der Strom durch, dann komme ich auf eine gewisse Ladung. Und diese Ladung ist halt gleich der Kapazität C mal der Spannung. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie einen Ampere durch einen Kondensator konstant durchschicke und der Kondensator ist ein sehr, sehr großer Kondensator, hat eine große Kapazität, dann wird die Spannung nur sehr langsam ansteigen. Weil quasi der konstante Anstieg von Q hier durch ein sehr großes C schon mal kompensiert ist und dann brauche ich das U nur ganz langsam erhöhen. Wenn ich entgegen hergehe und irgendwie einen Ampere konstant durch einen kleinen Kondensator durchschicke, dann wird die Spannung in die Höhe schnellen, weil dieses Q steigt halt an, aber das C ist sehr klein, das heißt, das U muss sehr schnell groß werden, damit diese Gleichung noch erfüllt ist. Und im nachfolgenden Block sind wir dann hergegangen und haben uns RC-Ladekurven angeschaut. Da wollten wir jetzt wissen, was ist, wenn wir nicht eine Stromquelle verwenden, sondern eine Spannungsquelle und mit einem Vorwiderstand so einen Kondensator laden. Und, haben wir dann zum ersten Mal mit einem Differential gearbeitet und haben gesagt, okay, die Spannungsänderung ist nichts anderes als der Strom, der in diesem Augenblick durch den Kondensator fließt, geteilt durch die Kapazität. Also wenn ich wissen möchte, wie sich die Spannung in einem Augenblick ändert, dann schaue ich mir an, in diesem Augenblick, wie groß ist der Strom, der durchfließt und wie groß ist die Kapazität. Und wenn die Kapazität eben sehr groß ist, dann wird der Strom nur eine kleine Spannungsänderung verursachen. Ist die Kapazität aber sehr klein, wird der gleiche Strom eine sehr große Spannungsänderung verursachen. Ja, und dann haben wir daraus eine Differentialgleichung gemacht und dieses Richtungsfeld, diese Differentialgleichung gezeigt, wo wir gesagt haben, okay, das ist die Spannung, auf die wir davor spannen und dann wird sich das so exponentiell dieser Zielspannung nähern. Gut, also das war jetzt eine Zeit lang her, dass wir das gemacht haben. Und jetzt schauen wir uns diese Kapazitäten nochmal an. Und meiner Meinung nach, das Wichtigste bei der Kapazität ist jetzt eigentlich nicht irgendwie die Formel oder so, sondern mehr das, was ich in diesem Absatz hier schreibe. Dass Kondensatoren zwei Eigenschaften haben. Das erste Mal ist es ein Energiespeicher. Ich kann darin Energie speichern. Und der kann die gespeicherte Energie wieder abgeben. Das ist mal die eine wichtige Eigenschaft, aber das macht er nicht rein willkürlich, der Kondensator, dass er mal Energie speichert, mal Energie abgibt, sondern der hat sozusagen eine Agenda. Nicht? Und da bestrebe ich natürlich unter Anführungszeichen, weil da gibt es jetzt nicht irgendwie ein Intellekt dahinter, aber man könnte sagen, er macht das Abgeben von Energie und das Aufnehmen von Energie immer so, dass die Spannung konstant bleibt. Also wenn ich quasi versuche, von außen die Spannung anzuheben, dann sagt der Kondensator, nein, nein, dazu musst du mir Strom geben. Und normalerweise eine Quelle, wenn die quasi Strom abgeben muss, dann tut sie sich nicht so leicht, die Spannung anzuheben. Auf der anderen Seite, wenn ich von außen versuche, die Spannung abzusenken,
dann geht der Kondensator her und gibt den Strom wieder her. Und was immer quasi außen ist, was gerade weniger Spannung machen möchte, sagen wir, da ist ein Widerstand zum Beispiel. Und wenn ich durch den Widerstand jetzt mal Strom durchschicke, dann macht das einen Spannungsabfall und damit hebe ich dann die Spannung wieder ein bisschen an. Also das ist so das, was der Kondensator quasi versucht zu tun. Der speichert Energie, gibt wieder Energie ab, immer so, dass die Spannung an ihm konstant bleibt. Und da haben wir hier die gleiche Formel wie vorher. Das C ist jetzt aus unerfindlichen Gründen auf die andere Seite gesprungen, aber es ist natürlich die gleiche Gleichung. Ich sage, die Spannungsänderung, die wir haben wollen, mal der Kapazität von dem Kondensator, das ist dann eben der Strom, der rausfließt. Wenn ich einen großen Kondensator habe, und jetzt werde ich mit dem die Spannung ein bisschen ändern, dann werden da große Ströme hin und her fließen. Wenn das ein sehr kleiner Kondensator ist und ich ändere da die Spannung ein bisschen, dann kann der halt nicht so viel Energie speichern, dann kann er auch nicht so große Ströme abgeben oder aufnehmen, um dieser äußeren Spannungsänderung entgegenzuwirken. So, also diejenigen, die jetzt schon öfter Sachen gebaut haben, entweder in der Experimentiergruppe oder auch so, die werden festgestellt haben, dass ein Problem bei diesen Kondensatoren ist, dass es sie nicht beliebig groß gibt. Also einen Widerstand, wenn jemand sagt, naja, da brauche ich irgendwie einen Megaohm, ja, einen Megaohm haben wir ein Bauteilsortiment. Wenn jemand sagt, ein Gigaohm, ist auch kein Problem, es gibt ein Gigaohm Bauteile, da kommt ein paar andere Probleme, dass man irgendwie die Leiterplatte dann vielleicht selber schon in der Größenordnung hat und so, aber das ist überhaupt kein Problem. Die Kapazitäten gibt es irgendwie bis zu einer gewissen Größe und irgendwie, wenn man bei ein paar Millifarad angekommen ist, dann ist mehr oder weniger Schluss mit der Elektronik. Es gibt dann noch größere für, weiß ich nicht, Bremsenergiespeicher in Elektroautos und solche Dinge. Aber das sind halt schon, für mich ist das kein Elektronikbauteil mehr, nicht? Weil die Elektronikbauteile sind irgendwie so klein und die kann man mit der Pinzette nehmen und in die Schaltung hineinsetzen. Das sind dann irgendwie mehr so richtige Trümmer, wo man dann auch, da ändern sich so gewisse Dinge, nicht? Normalerweise lötet man einen Kondensator auf eine Leiterplatte, nicht? Und wenn man dann so einen Kondensator hat, dann lötet man seine ganze Leiterplatte auf den Kondensator, weil was soll man sonst machen? Okay. Anschlussstränge. Ja. Okay, also es gibt nicht beliebig große Kapazitäten, ne? Oder wenn, dann werden wir einfach unpraktisch und ich habe es halt mehr mit einem Energietechnikproblem zu tun und ihr wisst ja schon, wie ich und Energietechnik, nicht? Also die 9 Volt Batterie ist für mich irgendwie das Maximum. Aber manchmal möchte man auch in einem Elektronikprojekt eine große Kapazität haben. Nicht? Also wir haben schon Kapazitäten kennengelernt, zum Beispiel um Zeiten zu messen. Ich schaue einfach, wie lange braucht man, um den Kondensator umzuladen, über einen gewissen Widerstand. Und wenn ich jetzt was haben möchte, was irgendwie jede Sekunde blinkt, dann brauche ich halt einen sehr, sehr kleinen, also einen sehr, sehr großen Widerstand, damit nur wenig Strom durch in den Kondensator fließt und da braucht es halt lange, den umzuladen. Wenn ich eine Blinkschaltung machen möchte, die einmal am Tag blinkt zum Beispiel, dann habe ich zwei Möglichkeiten. Also die vernünftige wäre, ich nehme einen Mikrocontroller. Nicht? Das ist, aber wir machen das ja hier nicht so. Das heißt, die andere Möglichkeit ist, wir denken uns eine Schaltung aus, die verhält sich so wie ein unglaublich großer Kondensator. Aber sie braucht nur einen ganz kleinen. Und das ist das, was wir hier haben. Das Problem ist, es geht nicht mit einem Kondensator alleine. Also würde auch gehen, aber das geht dann nicht mit Operationsverstärkern, sondern da brauche ich andere Bauteile. Aber wir haben Bauteile. Ich brauche nicht so obskur reden. Transkonduktanzverstärker haben wir kennengelernt. Mit Transkonduktanzverstärkern kann ich solche Sachen machen, beliebig große Kondensatoren und so, die keine Kondensatoren sind, sondern nur so ausschauen. Aber das ist hier ein üblicher Trick. Ich habe so eine Schaltung hier, ein RC-Glied, und ich möchte jetzt etwas bauen, das verhält sich so wie dieses RC-Glied, nur dass ich hier vielleicht einen 1-Farad-Kondensator vorgesehen habe, und einen 1-Farad-Kondensator habe ich nicht, also möchte ich irgendetwas machen mit einem 1-Millifarad-Kondensator, der das gleiche Verhalten zeigt. Ohne 1000 1-Millifarad-Kondensatoren parallel zu schalten, das wäre auch noch eine Möglichkeit. Wenn wir uns das anschauen, kann vielleicht jemand sagen, wie das funktioniert, vielleicht sieht das schon jemand. Der Strom, den man normalerweise durch den Kondensator schicken würde, wird im Prinzip aufgeteilt. Teil fließt in den Kondensator direkt rein, Teil fließt über, sagen, außenrum ab.
Aber das Verhältnis ergibt sich durch das Verhältnis von der R1 und der 2. Genau. Also wir haben einen Stromteiler. Wir haben vorher gesagt, bei einem großen Kondensator fließt da ein gewisser Strom hinein und der macht eine kleine Spannungsänderung. Bei einem kleinen Kondensator macht der gleiche Strom eine große Spannungsänderung. Wenn ich jetzt einen großen Kondensator mit einem kleinen Kondensator simulieren möchte, dann muss ich ja nur den Strom verkleinern. Was es von außen ausschaut, das würde ich 1 Ampere durchschicken, aber in Wirklichkeit fließt das meiste am Kondensator vorbei und nur 1 Milliampere fließt tatsächlich in den Kondensator hinein. Wenn ich das habe, dann komme ich eben mit einem tausendmal kleineren Kondensator aus. Und diese beiden Widerstände, R1 und R2, die machen eben so einen Stromteiler, wie wir ihn vor einer halben Ewigkeit kennengelernt haben. Und wenn das jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, das wäre 1 Ohm, das wäre 1 Kilo Ohm, dann wissen wir schon, ungefähr ein Tausendstel des Stroms wird hier fließen. Der Spannungsabfall an beiden Widerständen ist ja gleich, nicht? Weil das hier ja im Wesentlichen ein Impedanzwandler ist. Also der hat am Ausgang genau diesen Eingang hier wiedergegeben. Das heißt, dieser Punkt ist gleich diesem Punkt, ist gleich diesem Punkt. Das heißt, wir haben an beiden Widerständen den gleichen Spannungsabfall und wenn der Widerstand halt tausendmal so groß ist, der Strom tausendmal so klein, ich brauche einen tausendmal kleineren Kondensator für den gleichen Effekt. Immer unter der Annahme, dass hier dieses R2 viel größer ist als das R1. Wenn das R2 und das R1 ungefähr gleich groß wären, dann müsste ich hier richtigerweise nicht schreiben R1, sondern R1 und R2 parallel. Und das kehrt irgendwie die Richtung um, in der ich denke, weil meistens fange ich ja mit dem an und habe das R1 und das C1 quasi gegeben und dann möchte ich quasi herausfinden, okay, in meinem Bauteilsortiment habe ich ein C2, das kleiner ist und dann bestimme ich entsprechend ein R2, sodass das alles zusammenpasst. Und wenn das viel größer ist, naja, dann ist die Parallelschaltung von R1 und R2 praktisch R1. Nachdem diese Bauteile, also die Widerstände haben vielleicht 1% Toleranz, aber die Kondensatoren haben je nachdem locker mal 5, 10, 15, 20% Toleranz. Also da braucht man sich jetzt nicht allzu viel darum kümmern, naja, wenn das jetzt irgendwie ein Kilo-Ohm ist und das ein Ohm, dann ist ja die Parallelschaltung von einem Kilo-Ohm und einem Ohm ein bisschen weniger als ein Ohm. Das ist völlig wurscht, wenn wir da irgendwie 5% Toleranz haben. Gut. Ja, das war eigentlich diese Wiederholung zu den Kapazitäten und diese Erweiterung auf, jetzt müssen wir ein Bauteilsortiment nicht immer quasi in die letzte Lade von den Kondensatoren greifen und dann überlegen, wie wir mit großen Widerstandswerten immer den gewünschten Effekt machen können, weil auf diese Art und Weise kann man eben dann auch einen kleineren Kondensator verwenden mit einem Op-Amp. Und in Summe ist das nicht nur kleiner, überschaubarer, sondern auch günstiger natürlich, weil so große Kondensatoren werden schnell teuer. Gut. Fragen? Dann wenden wir uns unseren Diskussionspunkten zu. Den ersten haben wir eigentlich gemacht. Vergleichen Sie die differenzielle Beschreibung der Kapazität mit der Formel aus Block 21. Da sind wir vorher drüber gegangen. Das ist eigentlich genau das ist aus dem Block 22, nur mit dem C auf die andere Seite gesprungen. Also dass wir vorher quasi die Änderung von U allein gestellt haben und jetzt haben wir das I quasi isoliert. Und dass das eben die differenzielle Beschreibung ist für das, was im Block 21 mit dieser Stromquelle beschrieben wird. Gut. Wir haben hier diesen Spannungsverlauf an einem 1-Farad-Kondensator. Das ist die Frage, wie ist der zeitliche Verlauf des Stroms? Eine Sekunde. So, also das ist der Spannungsverlauf, 1 Volt, 2 Volt. Wie schaut jetzt der Stromverlauf aus an dem gleichen Bauteil?
wie wird der Strom in dem ersten Zeitabschnitt sein, in dem die Spannung am Kondensator unverändert ist? Null, genau. Ja, machen wir es in Rot, dann sieht man es. So. Jetzt kommt die schwierige Frage. Was ist im zweiten Abschnitt, wo ebenso die Spannung am Kondensator unverändert ist? Null, genau. So. Gut. Was ist jetzt in der dritten Sekunde, wo die Spannung um 1 Volt pro Sekunde zunimmt? Ja, und der Kondensator ist ein Faradkondensator. Also, es wird ein positiver Strom sein, aber was wird der Wert sein von dem Strom? 1 Ampere. Also wir haben da... wir haben da so ganz realitätsgetreue Bauteilwerte, 1 Farad. Okay, hier, was ist der Strom hier? Minus 1, genau. Zack. Und ich glaube, was ist der Rest? 20? 42. 42, natürlich, immer. Es ist nur... Halt nicht in einem kohärenten Einheitensystem, aber grundsätzlich immer 42. So. Oh mein Gott, ich habe meine... Das sind Stoffe. So, also das ist das, was wir hier bekommen. Perfekt, wir sind die vollen Kondensatorexperten. Gut, und immer diese Frage, die ganz oft am Schluss von einem Block kommt, wozu könnte man das brauchen? Kurzfristige Energiezwischenspeicherung. Also grundsätzlich braucht man Kapazitäten zur kurzfristigen Energiezwischenspeicherung. Mit dem Trick wird es das halt nicht mehr spielen. Genau, also grundsätzlich wird man... Kondensatoren, große Kondensatoren brauchen, um Energie inzwischen zu speichern. Also, und wenn ich eben Bremsenergie beim Elektroauto speichern möchte und ich habe irgendwelche Supercaps, mit denen ich das mache, dann ist das genau das. Aber mit dem geht es natürlich nicht, weil da, wenn wir da diesen Kondensator hier auf der rechten Seite, Kondensator, wenn wir den laden und dann entladen wieder, wo kommt denn die Energie her? Wo kommt die Energie her in dem Fall, wenn wir ihn entladen? Von der Versorgung vom Opern. Genau, von der Versorgung vom Opern. Und das ist nur darum, um. Das heißt, diese Art von großer Kapazität kann man nicht wirklich brauchen, um Energie zwischenzuspeichern. Also, was könnte man da mit dieser Art von Kapazität noch machen? Man integriert wieder, differenziert wieder. Genau. Was auch immer, wo ich den Strom verwende oder die Elektrizität verwende, um Informationen darzustellen und nicht unbedingt Energie von A nach B zu bringen. Da macht es aber keinen Unterschied, wo die Energie tatsächlich herkommt. Und ich habe ganz am Anfang von dem Blog das Beispiel gebracht mit dem Verzögerungsglied. Und wenn ich jetzt irgendwie nicht möchte, dass das irgendwie nach einer Sekunde dann quasi fertig ist, sondern dass das irgendwie einen Tag braucht, um sich zu laden, dann brauche ich halt einen riesigen Kondensator oder so. Gut. Was würde ich denn machen mit dieser Schaltung, wenn ich die mit einer Spannungsquelle hier treibe, also das Signal, was ich hier reinschicke, das kommt von einer Spannungsquelle. Dann kann ich da eine ganz offensichtliche Vereinfachung machen. Tipp. Brauche ich C2? von einer festen Spannungsquelle, oder? C2 ist... Nein, aber ich habe eine... Den Strom zu tragen. Also C2 brauche ich, aber...
meinst du eine fixe Spannungsquelle? Nein, wenn ich eine fixe Spannungsquelle brauche, ich das Ganze nicht. Weil irgendwann ist es genau. Also die Optimierung ist einfach. Aber sag mal, ich habe etwas, wo quasi eine Wellenform rauskommt, aber das wird sehr niederohmig getrieben. Ich habe zum Beispiel hier links den Ausgang von einem anderen Operationsverstärker. Und der geht dann hier hinein. Und der würde halt vorher da hineingehen und jetzt geht er halt da hinein. Dann mache ich irgendwas falsch, wenn ich sowas habe. Und ich möchte jetzt von euch wissen, was ich da gerade falsch mache. Vielleicht das Wort niederohmig? Bei solchen RC-Konstruktionen geht es doch üblicherweise nur um das Verhältnis von R und C. Genau. Das heißt, wenn ich, bevor ich wirklich eine große Kapazität brauche, könnte ich auch am Widerstand sehr etwas drehen. Genau. Ich könnte einfach hier einen tausendmal größeren Widerstand nehmen und eine tausendmal kleinere Kapazität. Und dann hätte ich genau das gleiche erzielt. Aber diese andere Schaltung braucht dann einen anderen Strom. Das heißt, sie verhält sich eingangsseitig nicht gleich. Wenn ich aber hier einen niederohmigen Treiber habe, ist mir wurscht, ob die viel oder wenig Strom gibt, weil ich hier wirklich nur die Spannung vorgebe. Und ab dem Augenblick, wo ich nur die Spannung vorgebe, kann ich einfach hier tausendmal größeren Widerstand, tausendmal kleinere Kapazität, habe ich gegessen. Wenn ich aber hier eine Schaltung habe, wo ich quasi strommäßig das ansteuere oder irgendwie komisch gemischt und so, und ich brauche wirklich etwas, was sich so verhält wie diese Gesamtschaltung, zumindest eingangsseitig, dann brauche ich das. Wenn ich was brauche, was sich ausgangsseitig so wie das verhält, dann habe ich Probleme. Weil hier habe ich quasi automatisch einen Impedanzwandler dran, also das hat immer einen niederohmigen Ausgang. Während wenn ich da versuche Strom rauszunehmen, störe ich dieses Ding hier empfindlich. Das heißt, man muss sich überlegen, wie benutze ich diese Teilschaltung auf der einen oder auf der anderen Seite, ist das nieder- oder hochohmig angebunden. Und wenn es auf der linken Seite niederohmig angebunden ist, wenn ich also nur die Spannung vorgebe, aber einfach jeden Strom, der notwendig ist, um diese Spannung zu halten, dann brauche ich nur hier die Werte entsprechend, die hochmultiplizieren und das runtermultiplizieren und ich habe, was ich brauche. Wenn ich ausgangsseitig wirklich Ströme entnehmen möchte, und das ist dann wichtig, dass ich wirklich diesen Kondensator entlade, indem ich die Ströme rausnehme, dann werde ich damit nicht weit kommen. Da muss ich mir noch mehr überlegen sozusagen.